Ja, herzlich willkommen zur kleinen Achtsamkeitsreihe hier bei Travel Charm. Und ich freue mich, dass du zuhörst, Interesse hast an Achtsamkeit. Und im ersten Video soll es heute darum gehen, wie wir mehr Achtsamkeit in unseren Büroalltag bringen können. Dafür müssen wir natürlich erstmal wissen, was ist denn Achtsamkeit eigentlich? Und Achtsamkeit bedeutet, präsent im Hier und Jetzt zu sein, die äußere Welt mit Offenheit wahrzunehmen, aber auch die innere Welt zu beobachten und zu bemerken, welche Empfindungen, Gedanken und Gefühle da sind, ohne diese zu bewerten. Und nun fragst du dich vielleicht, was das mit deinem Büroalltag zu tun hat. Und das ist ganz einfach. Wenn wir am Computer arbeiten, sind wir meist zu 100% im Kopf. Wir tauchen in die fiktive Welt unserer Gedanken ein, identifizieren uns vollkommen damit und was wir auf unserem Bildschirm sehen, mit dem Resultat, dass wir unseren Körper abspalten und auch seine Signale gar nicht mehr wahrnehmen. Und oft nehmen wir auch gar nicht mehr wahr, wie gestresst wir dann sind. Dabei bemerken wir so, ne, einen verbissenen Kiefer oder hochgezogene Schultern oder einen eingezogenen Bauch gar nicht mehr, was alles so Signale sind, dass wir gestresst sind. Deswegen möchte ich jetzt ein paar Tipps mit dir teilen, die du gut in deinen Büroalltag integrieren kannst, um einfach achtsamer mit dir umzugehen. Und Tipp 1 ist so ein regelmäßiger Check-in. Also es ist wichtig, zwischendurch immer wieder innezuhalten und so einen kleinen Check-in zu machen. Nur so ein paar Sekunden innezuhalten, den Blick nach innen zu wenden und sich einfach zu fragen, wie geht es mir jetzt gerade? Und ganz egal, was dann auftaucht, alles einfach da sein lassen. Egal ob angenehm oder unangenehm und einfach diese Erfahrung, die du dann machst, wertschätzen. Und je nachdem, was dann vielleicht auftaucht, können dir auch die weiteren Tipps helfen. Tipp 2 ist, den Körper zwischendurch immer wieder zu entspannen. Erforsche dann mal, ne, wenn du in deinem Büroalltag so bist, vielleicht auch viel auf dem Tisch hast. Erforsche mal, ob dein Körper gerade irgendwo angespannt ist, wie dein Atem gerade fließt. Und oftmals halten wir unbewusst den Atem an oder ziehen so die Schultern nach oben, wenn wir überlastet oder gestresst sind. Und richte deine Aufmerksamkeit einfach mal für ein paar Minuten auf deinen Atem. Lass Gedanken immer wieder ziehen und komm zurück zum unmittelbaren Erleben des Atems. Und sobald du ihm deine volle Aufmerksamkeit schenkst, wirst du merken, dass sich dein Atem von selbst reguliert und dass sich auch dein Körper wieder entspannt. Also durch die Beobachtung des Atems stellt sich die Entspannung des Körpers ein. Punkt 3 ist Bewegung. Also, welche Empfindungen tauchen noch auf, wenn du so ein Check-in machst? Vielleicht bemerkst du neben der Anspannung sogar Schmerz. Oftmals, wenn wir viel sitzen, ne, fühlen wir Schmerz im Rücken oder im Nacken. Und der signalisiert, dass der Körper einfach Bewegung braucht oder Dehnung. Und dafür ist wichtig, erstmal zu verstehen, dass wir ja überhaupt nicht fürs Sitzen gemacht sind. Also unser Körper ist nicht fürs Sitzen gedacht. Und wenn wir dann 8 bis vielleicht sogar 10 Stunden am Tag einfach nur sitzen, zeigt sich das natürlich im Körper. Da kommen dann die Symptome, die sagen, nee, so nicht. Und das ist so ein Zeichen, wenn du das spürst, dafür dich einfach mal zu bewegen. Und manchmal reicht das schon einfach, in die Küche zu gehen, dir ein Glas Wasser zu holen und zu trinken oder ein bisschen vor die Tür zu gehen. Also so ein paar Minuten einfach zu laufen und dich zu bewegen, damit sich alles wieder ein bisschen lösen und entspannen kann. Und neben diesen kleinen Pausen zwischendurch ist es natürlich auch gut, am Abend einfach vielleicht Yoga zu machen. Gibt es auch eine super Yoga-Videoreihe mit mir und Travel Charm, die du machen kannst. Also wirklich so einen Ausgleich zum Sitzen zu schaffen. Ja, und Tipp 4 dreht sich um deine Augen. Also wenn du so ein Check-in zwischendurch machst, gemerkt hast, dass dein Körper angespannt ist, dem ein bisschen Bewegung geschenkt hast, kann es noch sein, dass du merkst, oh, meine Augen sind total müde und trocken. Und das ist ganz normal, weil wir ja irgendwie lange Zeit dann auf so einen Bildschirm gucken, der relativ nah an den Augen ist. Und was dann hilft, ist einfach für ein paar Sekunden in die Ferne zu schauen.
Bestenfalls hast du ein Fenster in deinem Zimmer. Das heißt, zwischendurch oder wenn du über irgendwas nachdenkst, lass den Blick einfach schweifen. Wenn du das immer wieder vergisst oder dir das schwerfällt, es gibt inzwischen auch so kleine Tools, blinker.com zum Beispiel fällt mir da ein, der gibt immer alle 20 Minuten ein Zeichen. Jetzt ist es wieder soweit, dann kannst du deinen Blick in die Ferne schweifen lassen für 20 Sekunden. Dann gibt er wieder so einen kleinen Ton, dass die 20 Sekunden vorbei sind und dann kannst du weiterarbeiten. Das finde ich für mich immer ganz hilfreich. Und ja, Tipp Nummer 5, ganz, ganz wichtig, Pausen machen. Also bei deinem Check-in hast du vielleicht auch beobachtet, wie so deine geistige Aktivität ist. Das heißt, wie viele Gedanken dir durch den Kopf flitzen, wie fokussiert du bist, wie konzentriert du bist. Und manchmal fällt einem dann auf so, boah, ich habe so viel Chaos im Kopf, ich bin überhaupt nicht mehr konzentriert. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du einen totalen Overload im Kopf hast. Also, dass du auch zu lange keine Pause gemacht hast. Und wenn dem so ist, mach diese Pause, nimm dir diese Pause, denn du wirst nicht mehr effektiv arbeiten, wenn du in so einem Zustand bist. Und wenn du diese Pause dann machst, bitte ich dich darum, auch einfach wirklich nichts zu machen. Weil wir die Neigung haben, uns in Pausen gerne mit anderen zu unterhalten, zu telefonieren, vielleicht auch Kopfhörer auf, Musik hören oder irgendwie am Handy rumdatteln bei Facebook oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und das ist aber keine Pause für deinen Körper und für deinen Geist. Also wenn du wirklich Pause machen willst, dann tu wirklich einfach mal nichts. Und das haben wir alle verlernt, aber das kann man wieder erlernen. Das kannst du immer mal wieder ausprobieren und verinnerlichen. Das genau braucht dein Kopf dann in so einem Zustand. Ja, und all diese Punkte kannst du im Prinzip miteinander verbinden. Also sobald du diesen Check-in machst, kannst du deinen Blick aus dem Fenster schweifen lassen, kannst deinen Zustand im Kopf bemerken, ne, wie konzentriert du noch bist, kannst kurz danach einmal in die Küche laufen, dir ein Glas Wasser holen, wieder zurücklaufen. Also all das lässt sich kombinieren und nimmt schlussendlich überhaupt nicht viel Zeit in Anspruch. Also du wirst nicht wirklich Zeit verlieren für deine Arbeit, sondern eher mehr dazu gewinnen, weil du dann fokussierter bist und weil du gut für dich gesorgt hast. Du wieder gut Energie für dich hast und das kommt deiner Arbeit genauso zugute. Und wenn du bei den Check-in merkst, dass du jedes Mal, wenn du das machst, wirklich angespannt bist, eine innere Unruhe fühlst, ein totales Chaos im Kopf hast, dann sind das deutliche Signale dafür, dass du chronisch gestresst bist. Und dann hilft es natürlich nicht mehr nur so kurze Auszeiten und kurze Übungen zu machen, sondern dann musst du das Thema wirklich nachhaltiger angehen. Genau darüber spreche ich dann in meinem nächsten Video, was du tun kannst, wenn du so chronisch gestresst bist. Und wir schauen uns an, was Stress ist, wie sich Stress auswirkt im Körper und wie sozusagen die Achtsamkeit dann hilft, um da wieder rauszukommen. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit in deinem Büro, eine sehr effektive Zeit, aber voller Selbstfürsorge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.